So, liebe Leute, welcome back. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Flüchtlingen. Und nach den Bomben, die hier irgendwo ticken. Aber das Ticken hat sich verzogen, also gehe ich mal davon aus, hier ist hoffentlich nichts mehr. Ah ja, da vorne sind wieder welche. Eins, zwei. Ist da eine Bombe? Nein, ist keine Bombe. Verdammte Hacke. Aber wenn wir den einen hier schön anschießen. Yeah! Okay, den haben wir. Was ist denn mit dir, du Kasper? Komm her! Sag! Und tschüss! Haha! Das war mal gekonnt. Okay. Aufs Piepsen achten. Wow. Ey, ich erschrecke hier bei jedem kleinen Geräusch. Sturmgewehrmunition, sehr schön. So, darüber müssen wir. Und es piepst wieder. Da sitzt was, da hinten. Und da vorne. Ich würde einfach sagen, wir sichern die alle einfach mal. So, dann ist hier drüben noch eine. Boah, die bringen es aber auch an, die Pisse. So. In Ordnung. Hier geht's weiter. Boah, jetzt sind da vorne eine ganze Menge. Ach shit, da sind Flüchtlinge drin. Jetzt hab ich... Mehr, du Kasper. So. Sonst noch was? Die zwei hätten wir. Ich wollte ja eigentlich eine Granate reinwerfen, aber dann habe ich gesehen, dass hier Zivilisten sind. Brauchst du keine Maske? Zeit. Ah! Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Wow. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Napalm! Hey Jungs, wie seid ihr denn drauf? Boah, schon wieder so ein richtig übler Typ, ne? Komm her. Komm nur her, du. Mach dich platt. Da laufen die Zivilisten mittendrin rum, ey. Ich fass es nicht. Der ist weg. Oh, in meinem letzten Moment nachladen. Noch so einer. Oh, schon wieder so ein Maschinengewehr-Fuzzi, Alter. Ich fass es nicht. Komm her, komm her. Und bam.
Boah! Was ist denn mit dir? Bleib doch mal entspannt. Ach, so ein Arschloch. Ich muss hier weg, ey. Der Pisser kommt jetzt für... Wow. Das hilft doch meiner Blendgranate was. Das gibt's doch nicht. Boah, Alter, die machen dich echt platt. Zwei Schüsse, ey, gehst du drauf. Scheiße, Mann. Viel hat er nicht mehr. Ja. Yeah! Den haben wir. Ist den Kasper da noch? Ach, jetzt nimmt der sich das Teil wieder. Es darf doch nicht wahr sein. Ne, ist schon wieder ein anderer. Alter! Das ist aber nicht normal hier. Alter Mann! Alter! Das kannst du voll vergessen, dass wir das hier so schaffen. Aber mal richtig. Heilen die sich wieder, oder wie? Ja, ich würde halt auch mal treffen. Wow. Nachher aber auch verzieht, ne? Ich glaube, wir müssen erst den da platt machen. Komm raus, du! Raus. Boah, ein Tick zu lang, ne? Gleich haben wir den. Ich brauche eine Minute. Ja, warte mal ab. So, den haben wir. Jetzt bist du dran, du Kasper. Ja, komm, aber in einer Tour mehr, ne? Alter, da geht die ganze Munition drauf und schon wieder so ein Kasper. So, das gibt's doch nicht. Wie viel muss ich denn von denen platt machen, ey? Bist du in der ganzen Folge nur mit beschäftigt, die Typen auszuschalten? Ach, das ist ein Mechaniker. Jetzt habe ich es verstanden. Der repariert den immer wieder.
Ah ja, okay. Meine Fresse. Alter. Guck, der repariert den immer. Das ist doch kacke, ey. Warum macht der das? So, und jetzt aber. Alter Mann, ey. Ist ja mal richtig knackig. Was hatten die denn jetzt hier? Kann man das mal einer sagen? Nix, oder wie? Ich krieg jetzt hier noch immer was ab. Ist ja wieder ganz toll. So, wir bräuchten mal ein Medipack. Das wäre echt von Vorteil. Haben wir auch nur noch 175 Schuss. Das ist auch gut. Alles verballert hier an den Typen. So, wir marschieren mal hier hoch. Da kommt doch jetzt garantiert wieder so ein richtig übler Typ. Wo ich wieder total noobig aussehe danach. Checkpoint, okay. Quellen suchen. Ja, da ist doch schon wieder einer. Zwei. Sonst noch irgendwo welche? Das finde ich immer lustig, wenn die Typen in die Luft fliegen hier. Komm raus da. Komm raus, wo immer du bist. Ja. Oh, was machst du? Was ist denn mit dem hier? Alter! Leute! Boah! Ah ja. Boah, jetzt habe ich gedacht, wir wären hier im Vorteil, weil wir schön oben stehen. Okay. Irgendwo musst du noch einer sein. Da hinten sind noch. Die kriege ich von hier nicht, ne? Oh, da go. Den räuchern wir aus. Ja! Yeah! So, was ist mit dir? Meint ihr, ihr müsst mich hier raushören, ja? Oh Gott, ich treffe ja gar nichts, ey. Jetzt auf die Typen kommen hier hoch, ne? Ja, tatsächlich, kommen hier hoch, die Wichse. Alter. So, ich glaube, das ist aber nur noch der eine da unten dann. So. Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Ah, noch runtergefallen. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Okay. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Ja, ja, alles gut. Oder sich zu infizieren. Her. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Oh, da oben steht einer. Boah, den hätte ich fast nicht gesehen, ne?
Ich treffe wirklich schon wieder gar nichts. Okay, den habe ich. Schon wieder so ein Teil da hinten. Ey, ich gehe schon wieder gleich drauf. Och Gott, darf nicht wahr sein. Alter. Also ich muss sagen, bisher, die Missionen sind echt richtig knackig, ne? Gehe ich ja in einer Tour drauf? Ich nix Könner. So. Jetzt dürfen wir den Spaß wieder von vorne machen hier. Ach nee, oh cool. Mal so einen Impuls durchschicken. Ach, schon wieder so ein Mechaniker-Futzi. Ist doch scheiße, Mann. Da oben sind zwei. Was ein Scheißdreck auf, Alter. Die Geschütze sind ja echt mal für den Arsch, ey. Noch eine. Komm raus da jetzt. So, den hätten wir schon mal. Alter, alles nicht so einfach. Ich glaube, das Geschütz ist ja auch noch komplett. Es ist ferngesteuert, deswegen. Mit Bewegungsmelder. So. Hier ist Dr. Kendall. Probenteam, hören Sie mich? Hier, Patel. Gehören Sie, Doktor? Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten. Schießt der denn jetzt hin? Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe. Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach. Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Kendall an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Fatale Ende. Komm raus da. Komm. Mach mal hier keine Faxen, Freund. Mann, wenn der mal nicht so oft nachladen müsste. Ich brauche unbedingt ein größeres Magazin. Den haben wir. So, jetzt einmal hier rüber. Komm her, du. Teilweise auch echt viel Geduld, ne, hier. Alter, da kannst du nicht sein, ey. Zwei Schuss und ich geh drauf. Das ist doch echt Bullshit. Gegner halten ewig viel aus, ey, und ich geh nach...
So. Ist es noch weit? Hier scheint alles sauber zu sein, ne? So, wo muss ich denn hin? Da hoch. Sag das doch. Uah. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Okay. Meine Lieben, hier sind wir. Ich mache hier wieder einen Cut. Sorry Leute, dass ich das immer so zwischendrin machen muss, aber es muss halt leider sein, die Folgen werden sonst zu groß. Wegen dem Upload und so weiter. Wir sehen uns zur nächsten Folge, dann geht's weiter genau hier an dieser Stelle. Euer Kalle. Ciao, ciao.